Hi, mein Name ist Marco Lorenz und in diesem Video möchte ich dir Gate 16 Breakthrough Past Life Regression vorstellen. In diesem Gate, ein ganz spezielles Gate, beziehungsweise sind es zwei Gates in einem Gate verpackt, wirst du das ganz, ganz Besonderes erleben, etwas, was mir mein Leben auf den Kopf gestellt hat. Und zwar, es geht um eine sehr, sehr starke Tiefenhypnose. Ja? Du bekommst in Gate 16 zwei komplette Gates in einem. Ja? Einmal Part 1 Breakthrough und einmal Part 2 Past Life Regression. Ja? Du solltest, bevor du eine Rückführung, also Past Life Regression bedeutet eine Rückführung in frühere Leben, bevor du Part 2 hörst, solltest du dringend mehrmals Gate 15 Part 1 hören, also Breakthrough, wo du eine ganz spezielle Methode bekommst. Mit der Methode kannst du sehr, sehr schnell in den Zustand hineinkommen, wie du sozusagen Rückführungen durchführen kannst, wo du diese ganzen Hypnosephasen umgehen kannst. Ja. Und darum geht es sozusagen, darum habe ich auch diese zwei Gates, die eigentlich separat voneinander sind, zusammengefügt zu einem, weil es aus meiner Sicht, das eine ist das Fundament und das andere ist das erste Stockwerk. Ja. Was ist Breakthrough genau? Ich lese dir mal kurz vor, denn geht, werden wir zum Ausgangspunkt der physischen Inkarnation geführt. Ja. Das ist eine ganz spezielle Methode, die in der Tiefenhypnose verwendet wird, auch zum Beispiel vom Michael Newton Institut, um eine Rückführung für in frühere Leben zu machen oder in Leben zwischen den Leben. Ja. Und dort wird man dann das Codewort Bridge verankern. Also du kommst in einen Zustand rein, wo du auf einer Brücke stehst und vor dieser Brücke ist eine Nebelwand. Das wird für Hypnose meistens verwendet, um Übergänge, Transzustände, Channeling, was auch immer zu indizieren oder frühere Leben. Und diese Brücke mit diesem Nebel wird halt verankert mit dem Zustand Bridge, weil du ja auf der Brücke stehst und vor dir dieser Nebel ist. Du bringst dich instant in die Position rein, dass es gleich losgeht. Ja. Das wird in Breakthrough verankert. Ich werde gleich mal ein bisschen darauf eingehen. Das heißt, das ist eine Rückführung zum Tunnel der Geburt. Das heißt, du bist jetzt hier und siehst dir das Video an und in den Zustand geht es um Folgendes. Du gehst auf die Insel, wie man es vom Gate-Programm kennt, dann gehst du durch den Wald, dann kommst du zu einem See und auf diesem See ist dann eine Brücke und du gehst diese Brücke entlang und dann kommt eine Nebelwand vor dir und dort geht es dann sozusagen los. Ne? Noch ganz kurz für diejenigen, die nicht wissen, was eine Rückführung ist. Eine Rückführung ist eine Hypnose, die dein Bewusstsein in den Zustand verlagert, wo du einfach Zugang zu früheren Leben bekommst, ja? Und dort Einblicke bekommst oder zu zukünftigen Leben. Ja? Dann, also zurückzukommen zum Nebel, du bist dann auf dem Nebel auf der Brücke und dort holst du dir eine emotionale Situation, die du in diesem Monat oder im letzten Monat erlebt hast. Ja. Also du wirst dann angeleitet und sagst, erinnere dich an eine Situation, die du in den letzten Monaten erlebt hast, die sehr emotional für dich war und dann stellst du dir die Situation vor, gehst nochmal rein, das kann positiv sein, wie auch immer und dann fühlst du das Ganze, weil der Schlüssel ist, dass du in dieses Gefühl und in die Visualisierung gehst von dem, was frisch passiert ist. Und dann wirst du zurückgeführt, du hast eine gewisse Zeit, wo du dann die Emotion einfühlen kannst und dann nimmst du diese Emotion, so du grabst sie und dann heißt es, okay, gehst in den letzten Jahr zurück, was war eine Emotion, die dir sehr wichtig war, eine Situation und du gehst dann sozusagen dann mit diesen Emotionen, weil sie frisch war, ins letzte Jahr zurück zu einer Situation, die für dich auch sehr, sehr wichtig war und emotional war. Und dann erlebst du sie nochmal nach und fühlst sie nochmal nach, dass du koppelst beide Emotionen und dann gehen wir dann in 5 Jahre zurück und dann 10 Jahre zurück, dann in deine Jugend und dann immer nimmst du die Emotionen und verstärkst sie mit den anderen Situationen. Ja. Also wir gehen zurück zu unserer Geburt wie so ein Tunnel, wie so bei einer Nahtoderfahrung heißt ja oft, dass man den Tunnel des Lebens, also du siehst dein Leben Revue und wir machen sozusagen dasselbe. Wir gehen zurück von unserem Ausgangspunkt, zurück in die Vergangenheit und nehmen die Situation, visualisieren sie, fühlen die Emotionen, koppeln sie mit der nächsten und mit der nächsten und gehen dann in die Vergangenheit, dann bis zur Jugend, bis zur Kindheit, bis zum Zustand des Kleinkindes, dann bis zum Zustand des Babys und dann bis zum Zustand des Mutterleibs. Und auch wenn du es glaubst, du fühlst nichts und du kannst dich nicht erinnern, ab dem Punkt, wo du dann sozusagen die Emotionen nimmst und in die Visualisierung und in Trance hineingehst
dann wird auf einmal dieses Gefühl kommen, wie es war, im Mutterleib zu sein. Das wird sehr, sehr interessant. Und dann, wenn du sozusagen im Mutterleib bist, machen wir dann eine Rückkopplung, weil das Gehirn macht dann eine Rückkopplung mit dem Bewusstsein vor der Inkarnation, bevor es in den Mutterleib gekommen ist. Das heißt, wir sind dann im Zustand, wo wir rückgekoppelt werden, wie wir waren und in welchem Bewusstsein wir waren, bevor wir in den Körper gegangen sind. Ja. Und dann wird der Zustand gekoppelt mit dem Betreten des Nebels auf der Brücke. Ja. Und das ist sozusagen dann der Schlüssel. Und dann wird danach die Verankerung des Zustandes mit dem Codewort Bridge gemacht. Das heißt, das Gehirn lernt, ich gehe in den Zustand rein, bevor ich inkarniert war. Wenn ich mir vorstelle, ich stehe auf einer Brücke und vor mir ist eine Nebelwand. Ja. Und das ist das, was in Gate 16 Part 1 Breakthrough, darum heißt es auch Breakthrough, du durchbrichst deine Wahrheit, die du glaubst zu sein, die du vorher nicht warst. Also unser menschliches Leben ist wie so eine Blume, die war vorher ein Samen, aber vorher war die Blume nicht da, die ist gewachsen aus der Erde. Und wir gehen zurück zu diesem Samen. Wer waren wir, bevor wir durch die Erde geschlüpft sind, bevor wir im Körper waren? Und diesen Zustand verankern wir mit dem Codewort Bridge. Das heißt, in der Meditation kannst du später einfach mit dem Codewort Bridge arbeiten und du wirst instant in den Zustand kommen, wer du bist oder wer du warst. Und mit diesem Zustand kannst du dann viel leichter in frühere Leben gehen, Rückführung machen, Channeling machen, was auch immer. Ja. Kontakt zum höheren Selbst und so weiter und so fort. Ne. Und dann wird das dann verankert. Ja, und dann ist es fertig mit Breakthrough. Ne. Und dann kannst du dir, wenn du willst, Part 2 anhören. Das ist sozusagen, dazu musst du dann Part 1 geübt haben, Breakthrough, das Codewort verankert haben, wenn du es ein paar Mal gehört hast, so 3 bis 7 Mal. Aber ich empfehle dir grundsätzlich, die ersten so 7 Tage lang zu hören. Du musst es nicht jeden Tag hören, aber so alle 2, 3 Tage kannst du das Part 1 hören, um das Codewort einfach mal gut zu verankern. Und dann kannst du instant auch danach, du kannst auch zuerst Part 1 hören und direkt danach so kurze Pause und dann direkt instant Part 2. Du wirst sofort merken, wie das Codewort greift, wenn es so frisch ist. In Past Life Regression Part 2 geht es darum, dass du wieder durch den Codewort gehst, zu dieser Brücke. Und dann wirst du die Möglichkeit haben, ein früheres Leben zu betrachten. Ja, und dann werden wir, es ist so, wenn du gehst dann durch diese Nebelwand durch und dann wirst du angeleitet, oder was, wo bist du? Ja? Wichtig ist, wenn du das Gehirn, es kann sein, dass dein Ego noch aktiv ist, wenn du Gate 4 noch nicht trainiert hast, nicht gut genug trainiert hast, dich vom kritischen Verstand zu lösen, dann werde ich dich fragen, wo bist du? Ja? Und wenn du nichts siehst oder nichts fühlst oder nur schwarz siehst oder weiß oder was auch immer, dann ist es nicht schlimm. Ja? Dann stell dir einfach etwas vor, dass du irgendwo bist. Und dann ist es nämlich das Witzige, wenn du es dir vorstellst und du glaubst, du hast es dir vorgestellt, auf einmal ist deine Vorstellung tatsächlich das, was eigentlich war. Auf einmal wirst du in einem früheren Leben sein. Ja? Und dann kommen Fragen wie, was siehst du, was hörst du, wie fühlst du dich, blicke nach unten, welche Schuhe hast du an, wie sieht deine Hose aus, bist du ein Mann, eine Frau, wie alt bist du circa, in welchem Land befindest du dich. Und so gehe ich dann einfach Step by Step mit diesen Fragen und auf einmal wirst du merken, wow, jetzt wird das Ganze plastisch, auf einmal kommen die Bilder, auf einmal bist du dort und wenn du Glück hast, bist du luzid dort. Ja, und so funktioniert das Ganze. Ich habe hier nur aufgeschrieben, falls du keine Bilder wahrnehmen kannst, dann stell dir einfach eine Szenerie vor. Dein Unterbewusstsein wird dir durch die eigene Vorstellung genau zeigen, was du sehen sollst und lass dir ruhig Zeit dabei und danach kommt auch eine Pause und dann kannst du dir sozusagen das frühe Leben ansehen oder dir selber Fragen stellen in diesem Zustand und dann wirst du Einblicke bekommen und Kontakt. Du kannst auch deinen Geistführer rufen. Das wird dann übrigens das nächste Gate sein, wo wir dann, wenn du geübt hast, in frühe Leben zu blicken oder auch mit Breakthrough zu arbeiten, dann wirst du dich schnell in diesen Zustand bringen, wo wir dann später im Gate 17 mit dem Spirit Guide, wo wir dann Kontakt mit ihm aufbauen können, kommunizieren können, wo wir ihn sehen können, kennenlernen können und so weiter. That's it. Schau dir auf jeden Fall das Nutzungsvideo an von Gate 16. Ich wünsche dir viel, viel Spaß und viel Freude bei diesem Gate. Es sind auf jeden Fall 2 Gates in einem. Wir hatten im Seminar sehr, sehr interessante Erfahrungen, also wie die Teilnehmer gemacht, sehr, sehr deep, mehr will ich dazu gar nicht sagen,
Es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Sache. Du kannst auch nicht nur in frühere Leben schauen, du kannst auch zukünftige Leben schauen. Du kannst auch gewisse Lebensparts anschauen. Auch wenn du nur mit Breakthrough arbeitest und nur mit dem Part 1, kannst du dich in diesen Zustand bringen, wo du einfach dein Unterbewusstsein analysierst und in die Tiefe gehst und Kontakt zum höheren Selbst herstellst und so Sachen. Und dort, ja, es wird sehr, sehr interessant, weil diese Methode sehr, sehr tiefgreifend ist und aus der tiefen Hypnose kommt, und ich habe sie noch ein bisschen weiterentwickelt, wie du es von mir auch kennst. In dem Sinne, viel Freude mit Gate 16 und ich wünsche dir viel Spaß und berichte mir, was du damit erlebt hast.